Kann man Ja, meinen Bildschirm sehen? alles funktioniert jetzt. Gut, dann erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen hier aus Kalifornien. Hier scheint die Sonne oder zumindest tat es das vor 5 Minuten noch. Und ich freue mich sehr, dass der Raum sich auch gerade hier schön füllt, weil ich habe das Thema ja auch so ein bisschen angeteasert, um was es heute geht. Und zwar um das Thema manuelles Backtesting. Weil ich kriege es ja natürlich auch immer mit, da ich ja auch in Facebook recht aktiv bin, vorher in diversen Gruppen, jetzt mittlerweile in einer eigenen Gruppe. Und dass halt immer so ganz viele Meinungen vorherrschen, was irgendwie funktionieren muss und was angeblich so sein muss und was nicht. Und ich glaube einfach, natürlich auch genauso aus eigener Erfahrung, weil ich habe ja auch mal irgendwann mit dem ganzen Quatsch angefangen, dass halt viele von denen, die gerade mit dem Trading anfangen oder auch selbst die, die es vielleicht irgendwie auch schon eine Zeit lang machen, da teilweise mit falschen Voraussetzungen reingehen. Und da wird immer behauptet, zum Beispiel, wenn jemand dann irgendwie in einem Buch gelesen hat, ja, hier habe ich ein Dreieck und das löst zum Beispiel nach oben auf. Oder ich habe hier diesen Trend, der hält so und so oft. Oder ich habe hier eine Divergenz, wenn das und das ist und dann steigt der Kurs oder fällt der Kurs und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht großartig in Frage stellen. Jeder hat seine eigene Strategie, nach der er handelt. Und also ich habe zumindest meine. Ich weiß, dass bei mir dass die Strategie funktioniert. Ich mache die schon lange genug und habe davon auch schon jetzt mittlerweile über Jahre recht viel gepostet, eben auch bei Facebook, sodass man das eben auch nachvollziehen kann. Ich frage mich aber halt immer, und das ist gar nicht irgendwie böse gemeint, ob das tatsächlich der Großteil von denen, die da auch was posten und was behaupten, ob die das halt auch tatsächlich untermauern können. Und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es auch echt so ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil ich natürlich auch immer versuche, mit meinen Postings andere Denkansätze irgendwo reinzubringen und die Leute dazu zu bekommen, halt ihre Vorgehensweise zu hinterfragen. Und das funktioniert aber nur, beziehungsweise eine Strategie funktioniert ja nur, wenn ich mich drauf verlassen kann. Und da ist halt die Frage, wie kommt man eben dazu, dass man eine Strategie hat, auf die man sich verlassen kann. Nun gibt es ja überall irgendwo, sei es jetzt in Facebook oder sonst wo, dauernd irgendwelche Postings, hier die 10 besten Forex-Strategien erprobt oder was weiß ich, hier die super-duper Strategie aus 1.000 Euro mach 1 Million in einem Jahr. Und so weiter und so fort. Ich glaube, es weiß eigentlich jeder, dass das Mumpitz ist. Und aber trotzdem ist man natürlich immer so ein bisschen verleitet, irgendwo halt sich sowas dann anzugucken, so in der Hoffnung, ja, es könnte ja irgendwas Neues sein. Und ich glaube, das ist halt einfach auch der entscheidende Fehler, den viele machen, dass sie halt viel zu viele Strategien auch ausprobieren, weil die eigene zum Beispiel gerade nicht funktioniert. Und woran liegt das? Man handelt halt als Beispiel, sei es jetzt im Demo oder im Live, und handelt halt seine Strategie und dann stellt man fest, verdammt, die funktioniert ja irgendwie gerade nicht. Oder man weiß eigentlich nicht, ist das nur gerade, ist das ein Dauerzustand? Und all das kann man aber eigentlich halt abschalten, indem man herausfindet einfach, ob die eigene Strategie tatsächlich funktioniert oder die Strategie, die man handelt. Und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Ich sag mal, die dümmste ist, ein Live-Konto zu eröffnen und einfach mal drauf loszuhandeln, weil man halt denkt, dass es funktioniert oder weil man irgendwo gelesen hat, dass es funktioniert oder irgendjemand hat es behauptet. Das ist, glaube ich, die dümmste Vorgehensweise. Die Variante B ist Demokonto, von der ich persönlich überhaupt gar nichts halte und zwar aus einem einfachen Grund. Also ich will jetzt hier nicht Demokonto komplett schlecht machen. Ja, es ist sicherlich gut, um mal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Knöpfe man drücken muss, um zum Beispiel halt einen Trade einzugehen oder den halt auch zu managen. Aber um herauszufinden, ob eine Strategie funktioniert, halte ich Demo aus mehreren Gründen für nicht geeignet. Ein Punkt ist, man wird im Demokonto, selbst wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, 1, 2 Jahre dann davor sitzt und was handelt, ja, dann hat man halt, man wird es ja nicht so machen, dass man jeden einzelnen oder jedes einzelne Setup, was sich nach meiner eigenen Strategie ergibt, handeln können. Weil dazu müsste ich mir dann halt irgendwie 1, 2 Jahre freinehmen. Das ist schon mal der Punkt. Und da wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, nee, ist doch Quatsch, kann doch jeden Tag irgendwie 2, 3 Stunden. Funktioniert aber nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, es macht nur dann Sinn, überhaupt eine Strategie zu handeln, wenn man sie immer handelt. Und vor allen Dingen natürlich die
Grundvoraussetzung ist, dass die Strategie funktioniert. Weil jede Strategie besteht aus Gewinnern und auch aus Verlierern. Und der Mix am Ende macht es. Und wenn man dann zum Beispiel halt nur hier und da mal handelt und hat dann vielleicht auch noch ein positives Ergebnis, sagt es überhaupt nichts darüber aus, ob die Strategie funktioniert. Rein gar nichts. Weil es kann nämlich schlichtweg Zufall sein, dass man genau die Momente erwischt hat, wo es dann halt eben aufgegangen ist. Oder es kann genauso gut umgekehrt, und damit bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin, wenn jemand dann sagt, oh, meine Strategie funktioniert gerade nicht so gut, umgekehrt kann es natürlich auch genauso sein, dass man unglücklicherweise die Momente erwischt hat, wo es dann nicht funktioniert. Das heißt, man braucht hier auf jeden Fall eine Verlässlichkeit und natürlich eine Konsistenz, wenn man es handelt. Das heißt, wenn man eine Strategie hat, muss man sie immer handeln. Und kann man natürlich ja auch testen, wenn man sagt, okay, ich gucke mir jetzt irgendwie 2 Jahre an oder handle das 2 Jahre durch, immer nur zu der und der Uhrzeit. Ja? Wenn man dann später zu der Uhrzeit handelt, dann steigen natürlich die Chancen. Aber sobald man die Zeit schon verändert, hat man schon ein Problem. Das spricht zum Beispiel gegen Demo-Handel. Der andere Punkt, der dagegen spricht, der zweite Punkt ist der, dass Märkte sich verändern. Das heißt, es kann genauso gut sein, dass ich irgendwie 2 Jahre im Demo eine Strategie handle und dann sage, so, jetzt nehme ich hier mein Vermögen, was ich von der Oma halt geerbt habe oder wie auch immer, und handle das jetzt damit. Was ist aber, wenn sich dann plötzlich ab dem Zeitpunkt oder nicht plötzlich, sondern schleichend der Markt verändert und ich merke es nicht, beziehungsweise sehe es dann plötzlich daran, dass irgendwas mit den Zahlen, die da hinten rauskommen, nicht stimmt und dass die anders sind wie vorher. Das heißt, der Faktor Zeit, also erstens, den man überhaupt braucht, um mit einem Demokonto herauszufinden, ob eine Strategie funktioniert, ist schon mal das Problem. Und dann auch einfach die Zeit, wo die Strategie läuft. Wenn man natürlich jetzt saisonale Aspekte zum Beispiel halt nimmt und also Dinge, die halt jedes Jahr zu einer bestimmten Jahreszeit halt wiederkehren. Wenn man sowas handelt, hat man das Problem halt nicht, weil man dann natürlich halt irgendwo auch das Ganze 30 Jahre rückwirkend kann man sich da meistens dann oder noch länger auf Zahlen stützen. Und das gibt natürlich eine andere Verlässlichkeit. Aber jetzt gerade zum Beispiel im Daytrading oder generell im Kurzfristhandel halte ich das für ein Problem. Der dritte Punkt ist, was eben auch gegen Demo spricht, ist, dass man halt einfach überhaupt nicht die psychologische Komponente dabei hat. Und das wird immer gerne abgetan, ist ja nur Psychologie oder ist überbewertet, ist es nicht. Es ist letzten Endes, wenn man eine Strategie hat, heißt das noch lange nicht, dass man erfolgreich handelt. Wenn die Psychologie nicht mitspielt, wird man trotzdem am Ende des Tages mit einem Minus rausgehen. Und diesen Faktor habe ich im Demokonto auch nicht, weil es lässt einen auch völlig kalt. Ja, also wenn man jetzt ein Demokonto hat, ich meine, das kennen wir alle, hat sicherlich jeder auch schon mal gemacht, wenn man ein Demokonto hat und dann halt irgendwo 10.000 Euro, ja, dann ist das halt mal 5.000 im Minus, das berührt einen doch nicht im geringsten. Also mich nicht, und ich habe auch noch keinen gesehen, der das dann halt irgendwo mental halt wirklich niederschmettert, wenn da halt plötzlich 5.000 Minus da stehen und man einen Drawdown hat von 50%, ist ja nur ein Demo, weil wenn es weg ist, mache ich halt das nächste Demokonto. Fertig. Und mit Echtgeld sieht das schon ein bisschen anders aus. Da kann ich nicht einfach sagen, so, lieber Broker, das alte Konto ist kaputt, ich brauche mal neues. Das kann man natürlich machen, aber auf Dauer ist das natürlich eine teure Geschichte. Und das sind eben alles die Dinge, die dagegen sprechen. Und deswegen, und das war halt auch so ein Anliegen dabei, warum ich das in den Stereotrader eingebaut habe, deswegen kann man mit dem Stereotrader eben manuell backtesten. Das heißt, ich kann mich wirklich dann einmal, wenn ich eine Idee habe für eine Strategie, mal ein Wochenende hinsetzen und mir die Zeit nehmen, ja, kann man ja wirklich dann machen, irgendwie 3x8 Stunden, 10 Stunden, wie viel auch immer, ja. Man sucht sich irgendwie 1-2 Jahre raus, völlig zufällig irgendeinen Zeitraum oder auch die letzten 2-3 Jahre in dem Instrument, was ich am liebsten handle, und handle einfach die Strategie mal konsequent durch, ja. Und ohne, dass ich da jetzt irgendwie mit fertigen Charts darum hantiere, so wie das ja in Lehrbüchern immer gerne gemacht wird, da wird immer gezeigt, ja, hier hast du eine Linie, da hast du eine Divergenz und da und hier haben wir halt den Ausbruch. Das ist immer sehr schön. Man sieht aber auch dummerweise natürlich in einem fertigen Chart immer, was am Ende dabei herauskommt. Und da gibt es ja dann auch so, habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, man soll dann den Chart von links nach rechts durchscrollen. Ja, also wer macht das denn? Also die Versuchung ist doch viel zu groß, da einmal mehr am Mausrad zu drehen und dann halt
die nächste Kerze mir anzugucken, mich selber zu belügen. Und machen wir uns alle nichts vor, wenn ein Mensch die Chance hat, sich selbst zu belügen, dann macht er das auch. Und das ist viel zu verlockend. Und vor allen Dingen ist es furchtbar umständlich, ja. Also irgendwo dann halt in einem Chart rumzuscrollen und dann halt nebenbei mit einer Excel-Tabelle da rumzuhantieren und da die Ergebnisse einzutragen, das macht doch kein Mensch. Oder beziehungsweise vielleicht gibt es einige wenige, die das toll finden, aber ich glaube, den meisten davon ist, also glaube ich nicht, dass das halt wirklich eine Art und Weise ist, wie man das praktikabel macht. Und deswegen halt ist eben im StereoTrader die Funktion drin, einfach in der Vergangenheit manuell handeln. Und das heißt, die Kurse laufen ganz normal durch, von dem Zeitpunkt, von dem Anfang bis zum Ende. Und dazwischen habe ich meine Kerzenbildung, ganz genauso wie ich einen Live-Handel habe, nur alles viel, viel, viel schneller. Ich kann vorspulen und muss aber dann halt letzten Endes im richtigen Moment auf den Knopf drücken und kann mir nicht nachher sagen, hier hättest du mal. Ja, so funktioniert es halt nicht, sondern ist halt dann eben wirklich mit laufenden Kursen manuell handeln. Und so, finde ich, kommt man viel schneller zu dem Ergebnis, was man haben will, nämlich die Frage, funktioniert meine Strategie? Funktioniert das oder tut es das nicht, ohne dass ich dafür viel Zeit verplempere? Und wenn sie das nicht tut oder nicht so, wie ich mir das vorstelle, habe ich direkt ein entsprechendes Ergebnis, an dem ich ansetzen kann. Also das heißt, Werte, die ich verbessern kann. Und jetzt werfe ich einfach mal, um das hier nicht, damit das nicht wie üblich hier im kompletten Monolog endet, einfach mal hier die Frage in den Raum, da oben steht es auch schon. Was ist eine funktionierende Strategie, beziehungsweise was gehört eurer Meinung nach dazu? Es sind ja einige hier anwesend. Ich denke mal, die Profis, die hier dabei sind, für die ist das jetzt natürlich nicht so spannend, die Frage, aber das wird mich jetzt auch nicht ewig daran aufhalten, sondern komme dann auch jetzt gleich in ein paar Minuten dazu, euch zu zeigen, wie man das einrichtet, dass man das handeln kann. Aber erstmal finde ich es aber trotzdem wichtig, damit man auch mal, wenn man mit dem Thema nicht so vertraut ist, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was brauche ich überhaupt für eine funktionierende Strategie oder was macht sie aus? Also, ich bin mal gespannt, was da so kommt. Also hier haben wir zum Beispiel einen positiven Erwartungswert, wurde hier genannt. Schreibe ich einfach mal hin. Ja. So, positiver Erwartungswert heißt, wenn ich also einen Trade eingehe, einfach mal umgangssprachlich formuliert, wäre ein positiver Erwartungswert, dass ich halt erwarte, dass am Ende was Positives herauskommt. Ja, setze ich letzten Endes bedarfs oft in Zusammenhang gebracht mit einem Begriff, den hier jeder kennt. Er hat drei Buchstaben. Wundert mich, dass der eigentlich nicht als erstes hier gefallen ist. Genau, nämlich CRV. So, das ist auch so ein gern benutzter Begriff, der auch überall zu finden ist und wozu man auch mal ganz klar was sagen muss. CRV ist letzten Endes nichts anderes als das Verhältnis von Stop-Loss und Take-Profit. Das heißt, ich habe zum Beispiel 10 Punkte Stop, ja, und 20 Punkte Take-Profit. Jetzt um hier nur mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Was sagt mir das? Im schlimmsten Fall, oder beziehungsweise eigentlich sagt es mir nur garantiert voraus, wie hoch mein Verlust ist. Sonst nichts. Das ist einfach die Zahl hier auf der linken Seite. 10 Punkte Stop-Loss. Das habe ich garantiert. Ich habe garantiert mein Risiko auf 10 Punkte begrenzt. Das Dumme ist aber die Zahl hier nebendran, der Take-Profit. Und je weiter die entsprechend auch von meinem Stop-Loss abweicht, mathematisch wird es umso unwahrscheinlicher, dass der Trade überhaupt am Ende aufgeht. Ganz klar, weil wenn man mal eine Chance voranstellt von 50-50, kann fallen, kann steigen. So, und dann ist es ja ganz klar, wenn die Chance 50-50 ist und der Markt sich halt bewegt, dann ist natürlich die Chance, dass mein Stop-Loss mit 10 Punkten in der Regel doppelt so oft getroffen wird, wie mein Take-Profit mit 20 Punkten. Das ist eigentlich völlig einfach. Und das heißt auch ganz klar, wenn man nur diese 50% Trefferquote annimmt, ja, werde ich mit einem positiven CRV immer verlieren. Es gibt ja zum Beispiel auch das Gerücht oder die These oder Hypothese, muss man es eigentlich nennen, habe ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt, die Münzwurfstrategie. Ja, also die Behauptung, dass man mit einem positiven CRV
und damit auch einen positiven Erwartungswert, also nicht positives CRV, sondern nur ein CRV von größer 1. Und das wäre ein positiver Erwartungswert, dass ich mit einem Münzwurf Gewinne machen würde. Das ist kompletter Mumpitz, ja, weil dagegen spricht einfach die Mathematik, weil die sagt mir eben halt, dass mein Stop-Loss, wenn er näher dran ist an meinem Entry, immer früher getroffen wird als mein Take-Profit. Also Münzwurf vergessen, kann auch jeder gerne mal selber testen, dann, ich zeige ja nachher, wie das geht, einfach mal wild irgendwo auf Kaufen oder Verkaufen drücken und dann halt mit so einem CRV und am Ende wird rauskommen, null. Ganz klar, funktioniert nicht. Was haben wir hier noch? Duplizierbarkeit. Genau, richtig. Ich will jetzt aber hier, also Duplizierbarkeit gehe ich mal von aus, damit gemeint, dass man halt immer klare Regeln hat und dann letzten Endes nach den Regeln dann auch handelt, möglichst emotionsfrei. Ganz wichtig. Und das heißt, dass man halt auch eine gewisse Sicherheit hat. Hier kommt jetzt die Behauptung, Münzwurf mit Trading Stop funktioniert. Hätte ich gerne den Beweis dafür. Ich behaupte, es funktioniert nicht. Es gibt nichts oder fast nichts in der Richtung, was ich nicht schon mal irgendwie getestet habe, insbesondere Thesen. Und da gibt es ganz viele davon. Und da werde ich aber irgendwann mal ein eigenes Webinar dazu machen und mal ein paar Thesen dann auch mal den Prüfstand stellen. Also wie gesagt, mathematisch funktioniert es nicht. Und wenn jemand anderer Meinung ist, bitte gerne vormachen. Was haben wir noch? Das ist so der bekannteste Wert. Also CRV kann man vergessen. Ja? Also der Wert allein sagt überhaupt gar nichts aus. Weil, was nämlich unweigerlich dazugehört, ist halt die Quote, also die Trefferquote. Und klar, wenn man jetzt mal hier das kleine 1x1 auspackt, wenn ich also ein CRV habe, das jetzt, also wie in dem Fall zum Beispiel halt größer 1 ist, das heißt, mein Stop ist kleiner als mein Take Profit, und dann brauche ich eine Trefferquote von unter 50%, ja, vorausgesetzt, meine Strategie funktioniert. Und dann werde ich da auch am Ende was raus haben. Und umgekehrt ist es so, dass natürlich, je höher mein Take Profit ist, das ist jetzt typisch für Swing zum Beispiel. Bei Swing Trading hat man irgendwie oft, sage ich mal, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, 100 Punkte Stop Loss, 1000 Punkte Take Profit. So, das wird nicht allzu oft aufgeben. Das heißt, dort hat man eine Quote, die ist deutlich kleiner als 50%. Aber wenn die auch nur 30% ist, wird man trotzdem Gewinne damit machen. Und umgekehrt wird genauso ein Schuh draus. Wenn ich zum Beispiel halt ein CRV habe von 10, also 10 Punkte Stop, 10 Punkte Take Profit, dann brauche ich eine Quote, die größer als 50% ist. Klar, weil letzten Endes macht es dann halt die Summe. Und diese beiden Parameter, die kann man drehen und wenden, wie man will, die müssen immer zusammenpassen. Es gibt kein CRV ohne Quote und umgekehrt ganz genauso nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel, wenn man das Spiel übertreibt, also im Scalping wird das ja zum Beispiel auch oft angewandt, dort habe ich vielleicht einen Stop-Loss von 10, um jetzt nur mal eine Zahl zu nennen, und dann einen Take-Profit von 3. Ja. Da brauche ich natürlich eine immens hohe Quote. Die werde ich auch haben, weil natürlich hier die Mathematik auf meiner Seite ist. Ganz klar, weil der Take-Profit ist näher dran, also wird er auch öfters getroffen. Wird aber alles nicht funktionieren ohne entsprechende Strategie, die mir diese Quote halt eben auch bescheinigt. Ja. Also die beiden zusammen. Und das ergibt, das ist so ein Begriff, den findet man eigentlich immer viel zu selten im Trading, wenn es um das Thema Strategie und Zahlen geht. Was wir zum Beispiel alle kennen, ist Drawdown. Ja, schreibt den mal kurz hier dazwischen. Max Drawdown. Das heißt also, der maximale Rückgang. Also wenn ich als Beispiel ein Konto von 10.000 Euro habe, ja, schreibe ich einfach nochmal hier eine Zahl hin. 10.000 Euro. So, mein maximaler Drawdown wäre zum Beispiel 25%. Da würde das Konto im schlimmsten Fall runtergehen auf 7.500 Euro. Und wenn aber entsprechend mein Erwartungswert beziehungsweise halt mein angestrebter Profit nach meiner Strategie entsprechend 50% ist. Trotz allem lande ich nachher bei 15.000 Euro, nur mal als Beispiel, und dann ist das vertretbar. Ja, sind jetzt alles ein bisschen größere Zahlen, also ein bisschen ins Extrem, aber das ist ja egal, es geht ja ums Prinzip. Ja, und das muss halt zusammenpassen. So, 25% Drawdown bei 50% Ertrag passt. Das ist der Drawdown. So, was aber viel wichtiger ist, und da komme ich eigentlich, gehört das hier oben dazwischen, ich schiebe das hier mal ein Stück runter,
Also das hier kommt eigentlich erst hinterher. Was viel wichtiger ist, beziehungsweise die Kombination aus diesen beiden, ja, die nennt man, ist hier noch gar nicht aufgetaucht. Das ist ganz einfach. Profit Factor. Das heißt letzten Endes, eine funktionierende Strategie ist ja einfach nur, es ist nichts, was immer funktioniert. Es gibt keine Strategie, die eine Trefferquote hat von 100%. Es gibt es einfach nicht. Das ist kompletter Nonsens. Das sind Märchen. Das wäre der Holy Grail, also der Heilige Gral, und das gibt es halt einfach nicht. Entscheidend ist ja am Ende immer nur, dass unterm Strich mehr rauskommt, als halt eben verloren wurde. Und das sagt der Profit Factor aus. Und der setzt sich einfach zusammen, völlig einfach, die Summe an Gewinnen geteilt durch die Summe an Verlusten. Das ist mein Profit Factor. Und wenn der nicht größer 1 ist, dann habe ich ein Problem. Ganz klar. Und der ergibt sich aus diesen beiden. CRV-Quote erzeugt letzten Endes den Profit Factor. Also der muss größer 1 sein. Und wenn das nicht am Ende rauskommt, und dann ist die Strategie nichts wert. Was auch noch, also das ist das Allerwichtigste. Generell mal. Ja. Und das leuchtet ja auch ein, ja, das ist ja auch ist völlig simpel, ich muss mehr verdienen, als ich verliere. Klingt simpel, aber da gibt es noch einen kleinen Haken dabei, weil wir halt auch alle ja halt auch gehebelt unterwegs sind. Wenn man jetzt ungehebelt unterwegs ist, braucht man sich über den nächsten Punkt wahrscheinlich keine Gedanken zu machen, aber gehebelt halt schon. Und zwar, da gibt es noch einen Begriff, den werden die wenigsten kennen, der ist aber ultra wichtig, damit man überhaupt in der Lage ist, einen positiven oder einen Profit-Faktor zu generieren, der größer 1 ist. Das ist die MRR-Ratio. Und das klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen trocken hier, aber es ist wichtig. Ihr werdet, oder das richtet sich natürlich jetzt meine Aussage insbesondere an die Anfänger, ihr werdet ohne diese Zahlen niemals erfolgreich sein. Oder wenn ihr zumindest nicht wisst, was es damit auf sich hat. Und es ist die Grundvoraussetzung, auch wenn es ein bisschen trockener Stoff ist, kann nur jedem raten, der nicht weiß, was damit zu tun hat, setzt euch damit auseinander, weil ansonsten werden sie euch irgendwann früher oder später begegnen, und zwar auf eine nicht angenehme Art und Weise. MRR-Ratio, das kommt vom Drawdown. Das heißt, der Drawdown ist natürlich, wenn ich gehebelt bin, entsprechend geht er auch schneller mal ein bisschen hoch, als wenn ich ungehebelt unterwegs bin. Und die MRR-Ratio sagt nichts anderes aus. Und das ist letzten Endes mein Zuwachs, ja, also letzten Endes mein Profit, ich schreibe jetzt hier einfach mal Zuwachs hin, geteilt durch den Rückgang, ja, und das heißt, sieht man auch schon, das heißt also, letzten Endes ist es ähnlich wie der Profit Factor, das ist nur nicht das Endergebnis, sondern der Profit Factor ist das Endergebnis, ganz klar, aber Zuwachs und Rückgang muss passen, weil wenn ich zum Beispiel halt einen Rückgang habe bei einem 10.000 Euro Konto, der als Beispiel 12.000 Euro ist, dann ist das eine Sache, die kann nicht funktionieren. Ganz klar. Und da kann der Zuwachs auch 100.000 sein, ich werde trotzdem mit 0 rausgehen. Und das ist eben eine Sache, mit der muss man sich dann eben auch mal auseinandersetzen. Das heißt, lapidar kann man ja sagen, der Drawdown sollte nicht allzu hoch sein. Ja, 25% ist jetzt halt für einen diskretionären Handel schon nicht so wenig. Der Begriff zu hoch, den muss man ja halt auch irgendwo definieren können. Und den kann man aber nur definieren, wenn man weiß, was am Ende rauskommt. Und was MRR-Ratio ausformuliert heißt, kann ich jetzt im Moment auch gerade nicht sagen, aber ich weiß, dass das die Definition ist. Also sei es so nett, vielleicht googelt es auch mal irgendwie kurz. Aber die Definition ist auf jeden Fall richtig. Und was wollte ich sagen? Also das heißt, die Aussage 25% oder der Drawdown soll nicht allzu hoch sein. Und heißt ja im Endeffekt nur, er muss das Konto überstehen, beziehungsweise er muss im gesunden Verhältnis zum Run-Up stehen. Run-Up habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Das ist einfach nur im Gegensatz zu Max Drawdown, ist halt der maximale Zuwachs, ja, also eine Gewinnstrecke letzten Endes. Und das muss halt im Endeffekt zueinander passen. Ansonsten wird es nicht aufgehen. Da kann der Profit Factor noch so schön sein, da kann die Strategie noch so gut sein, wird nicht aufgehen. Und deswegen gibt es auch immer den Hinweis, so irgendwie handelt nicht mit dem Risiko, das größer als 1% ist. Das muss nicht sein, es muss einfach nur zu diesen Zahlen passen. Und wenn man diese Zahlen alle kennt und hat eine Strategie, wo man weiß, okay, da passen die Zahlen und dann kann ich die auch handeln. Und damit kommen wir jetzt auch zu dem eigentlichen Punkt, wie findet man das raus? Aber das hier war mir jetzt halt mal wichtig,
Um das halt eben auch mal zu erklären, was halt eben letzten Endes rein an Zahlen jetzt was halt rein an Zahlen eine funktionierende Strategie ausmacht. Gibt es dazu noch Fragen? Managed Account Reports Ratio. Oh, die Profis sind hier vertreten, sehe ich gerade. Hallo Oliver. Das ist übrigens der Oliver Schwab, der Erfinder der Sportstrategie. Ja, kann man so sagen, ne? Das ist auf jeden Fall ein Mann vom Fach. Also der weiß das, der hat ganz viele Jahre Erfahrung halt eben auch damit im ursprünglichen Handel halt eben noch und nicht nur im Retail-Markt, sondern das ist einer, der kommt aus der Praxis. Ich weiß gar nicht, wer noch alles hier dabei ist, ob hier noch so ein paar prominente Gäste anwesend sind. Und könnt ruhig gerne mal Hallo sagen, damit ich weiß, wer hier alles zuhört. So, kommen da noch Fragen? Oder war es das? Ich denke mal, das ist soweit klar. Also setzt euch bitte mit diesen Sachen auseinander. CAV, klar, kennt jeder, ist aber Nonsens alleine betrachtet. Trefferquote ist auch jedem Begriff. Profit Factor, wichtig. Drawdown, passend zum Run-Up und entsprechend das Ergebnis, damit das Konto überhaupt überleben kann. Gut, so, dann kommen wir mal dazu, wie setze ich das Ganze um, beziehungsweise wie komme ich zu den Zahlen? Und wirklich ganz klar nochmal der Hinweis, es wird insbesondere euch Anfängern, die hier auch mit dabei sind, nicht gelingen, ohne diese Zahlen jemals erfolgreich eine Strategie umsetzen zu können. Deswegen befasst euch damit und es sei denn, ihr betrachtet es als Spiel und es ist euch egal, dann ist das kein Thema für jeden, dem das aber nicht egal ist, der muss sich damit einmal auseinandersetzen, das einmal verstanden haben. So, dann kommen wir mal dazu, wie wende ich das Ganze an? Also hier bin ich ja ganz normal im MetaTrader jetzt erstmal unterwegs. Der StereoTrader ist installiert und man muss einmal, ein einziges Mal, bevor man dieses manuelle Backtesting startet, beziehungsweise bevor man damit halt mal loslegen will, muss man einmal ein paar Einstellungen überprüfen, damit die stimmen. Das muss man nur einmal machen und dann nachher eigentlich nicht mehr. Und zwar, ich gehe es mal ganz kurz von vorne durch, also hier oben im Bereich Tools, ich habe das leider schon wieder jetzt auf Englisch stehen, heißt, glaube ich, Werkzeuge, vermute ich mal da oben oder Extras. Dort gibt es zum Beispiel den Punkt History Center. Ja, und dort hat man zum Beispiel die ganzen historischen Daten. Ich habe das jetzt hier schon ausgeklappt, das heißt, hier findet man halt die ganzen Handelsinstrumente und ich habe jetzt hier CFDs, entsprechend hier DE30 und hier sieht man halt, das sind die ganzen historischen Daten. Ja, da kann man einmal, die kann man von hinten nach vorne einmal durchgehen. Die sind jetzt bei mir geladen zwar, es hat noch nicht angezeigt, überall Doppelklick, bis das halt alles grün ist. Und dann hat man erstmal die ganzen Daten, die entsprechend vom Broker zur Verfügung gestellt werden. Das reicht jetzt je nach Timeframe nicht unbedingt 30 Jahre zurück, sondern die Zeiträume sind dann kürzer. Aber wenn man eben halt eine Zeit lang auch schon handelt und dann sammeln sich die Daten und werden entsprechend halt auch immer mehr. So, das heißt, da sollte man einmal einen Blick drauf werfen, ob das halt tatsächlich auch da ist. Und sonst kann es passieren, dass man zum Schluss eine Fehlermeldung bekommt, dass es keine historischen Daten gibt. So, dann hier unten, beziehungsweise hier oben erstmal, hier gibt es so eine kleine Lupe. Ja, das ist der Strategietester, das ist unten schon eingeblendet. So, zeigt es hier nochmal. Ja, so muss das dann einmal da unten aussehen. Beziehungsweise wenn man das Terminal auch mal eingeschaltet hat, dann hängt der ein bisschen weiter rechts. Und worauf man achten muss, ist, der ist vom Design her so ein bisschen merkwürdig aufgeführt, dass der halt wirklich auch ganz sichtbar ist. Weil hier unten, das sieht man nämlich bei der Grundeinstellung, glaube ich, tatsächlich nicht im MetaTrader. Und zwar hier unten, die letzte Zeile muss heißen Visual Mode. Ja, und es kann sein, dass die nicht angezeigt ist. Und wenn die nicht da ist, einfach das Ding mal hier ein bisschen größer machen. Und dann sieht man, okay, da unten kommt nichts mehr. Ich habe alles. Und zwar einmal hier dann im Navigator nach unten rollen. Und dann gibt es hier, findet man den StereoTrader. Also hierbei in der Kategorie Expert Advisors bzw. Experten. Dort findet man dann irgendwo den StereoTrader. Wenn man halt normal handelt, dann bzw. live handelt oder am Demo oder wie auch immer, dann wird er eh automatisch geladen. Deswegen ist es vielleicht vielen gar nicht bekannt, dass der hier zu finden ist. Also hier bei Navigator, Expert Advisors bzw. Experten, StereoTrader. Und den zieht man einmal einfach hier rein.
So, das ist bei mir schon geladen, deswegen passiert da nicht viel. Und dann sieht man aber hier StereoTrader EX4. Das ist der StereoTrader. Der kommt da rein und hier muss stehen Expert Advisor. Ja, das ist das Ding, was jetzt hier gleich durch das History Trading geschickt wird. Dann haben wir hier als nächstes Symbol. Hier oben einfach die ganz normalen Handelssymbole. Das heißt hier DE30, auch einfach hier draufziehen und dann ist der hier drin. Das nächste wäre, also wie gesagt, das muss man einmal machen, ja, und dann ist es eigentlich soweit für alle Zeiten erstmal auch safe. Das muss man nicht jedes Mal neu machen. Dann hier bei Model, dort muss stehen Every Tick. Auf Deutsch wahrscheinlich irgendwie jeder Tick sollte es hier heißen. Da gibt es noch so ein paar andere Auswahlmethoden, die brauchen wir aber nicht, sondern einfach nur hier jeder Tick. Dann haben wir hier Use Date, das heißt, ich kann hier einfach einen Zeitraum auswählen, ja, und kann dann zum Beispiel dann halt hier zum Beispiel sagen, jetzt gut, bis heute teste mir das Ganze mal hier einen Anfangszeitraum, wobei halt hier steht jetzt zum Beispiel 2010, aber wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich zum Beispiel halt einen kleinen Timeframe unterwegs bin, wird er nicht bei 2010 anfangen, weil die Daten halt nicht da sind, ja, und aber es ist halt schon normalerweise der Zeitraum. Also es sollte schon ein bisschen mehr da sein als ein paar Wochen. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt schon länger irgendwie das Konto jetzt hier als Beispiel bei FX Flat halt hat, und dann wird man ohnehin mehr historische Daten ja auch haben. Und da kommt man natürlich auch entsprechend weiter zurück. Use Date natürlich dann hier in dem Fall jetzt ausgewählt. Und der nächste Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe, hier Visual Mode, das muss ausgewählt sein. Und hier gibt es so einen lustigen Geschwindigkeitsregler, der total... naja, ein bisschen fürchterlich ist, der muss einfach ganz nach rechts, weil die Geschwindigkeit, die wird gleich vom StereoTrader von selbst geregelt. So, dann haben wir hier noch Period, beziehungsweise Periode, habe ich jetzt hier ausgewählt, 15 Minuten. Ja, kann man natürlich auch jeden normalen verfügbaren Timeframe, kann man dann natürlich dann halt auch hier selektieren. Spread ist in dem Fall jetzt 100, kann man aber auch einfach auf Current stellen, also zumindest mal während der normalen Handelszeit. Nur wenn man das am Wochenende als Beispiel macht, dann wird man bei Current einen Wert haben, der zu hoch ist. Der richtige Wert ist aber hier 100 beim DAX zumindest, beziehungsweise beim DE30. Das ist im MetaTrader so ein bisschen, bisschen schwer nachvollziehbar, warum das 100 heißt, aber im Endeffekt resultiert es aus der Tatsache, dass der hier mit zwei Nachkommastellen abgebildet ist. Und dann letzten Endes die 100 hier die Nachkommastellen dann halt eben sind. Ja, also 100 mal die maximale Nachkommastelle ergibt eben einen Wert von 1. Deswegen, wenn man das hier auf 1 einstellt, ist man schon mal nicht so falsch unterwegs. Optimization, das muss ausgeschaltet sein, weil ansonsten würde er im Hintergrund, würde das Ganze unsichtbar laufen. Hier kann man nochmal einen Blick drauf werfen, muss man aber eigentlich auch nicht, hier bei Experteneigenschaften. Und hier steht dann eben auch nur zum Beispiel halt 10.000 Euro. Ist hier mein initiales Depot, Long und Short. Das ist aber ohnehin eingestellt, normalerweise von Anfang an. Und ansonsten braucht man da nichts. Ja. Und wenn man da irgendwie mit anderen Zahlen handeln möchte, warum auch immer, kann man das halt einfach dann hier einschalten. Long und Short sollte man nicht begrenzen, kann man nämlich auch im StereoTrader selber machen. So, hier einfach okay. Und mal vorausgesetzt, ich habe jetzt hier nichts vergessen, und dann hier einfach auf Start klicken und dann kommt hier erstmal Waiting for Update, das heißt, der sammelt jetzt die Daten, das sieht man auch hier unten an dem durchlaufenden Balken, das heißt, die Daten werden jetzt erstmal aufbereitet für den Zeitraum, den ich hier handeln möchte, und sobald das abgeschlossen ist, sollte dann auch entsprechend gleich der Chart erscheinen. So, das dauert manchmal einen Moment, vor allen Dingen jetzt, weil ich halt auch die Daten neu geladen habe, eben im History Center, kann das da einen Moment dauern. So, und dann sieht das Ganze so aus, das heißt, wir starten hier ganz normal im StereoTrader, hier unten, das mache ich mal zu. Und wie man sieht, ich bin jetzt hier unterwegs am 2. November um 8.18 Uhr, ja. Und das halt eben auch ganz nett, also so die Uhr hier oben, ja, man denkt mal, so eine Uhr ist was total Simples, ja, aber extrem hilfreich einfach. Also jetzt gerade hier vor allen Dingen, wenn man halt im History Trading unterwegs ist. Was aber hier halt auch wichtig ist, genau wie bei der normalen Installation vom
vom StereoTrader ist, dass halt, also ich komme ja auch ganz normal ins Setup rein und kann dann hier zum Beispiel bei Instrument, da sollte man dann auch gucken, dass das passt, also dass hier die Sommerzeit entsprechend eingestellt ist, beziehungsweise meine lokale Zeit, also ist jetzt hier für alle, die in Deutschland sitzen und bei FX Flat sind, sind das die Einstellungen, also 1, EU, 0 und USA, New York. Und dann weiß ich halt auch ganz genau, okay, wenn das so eingestellt ist, dann stimmt die Uhr hier oben auch, beziehungsweise alle Indikationen sollten dann auch entsprechend ein richtiges Ergebnis dann auch bringen. So, ich mache das hier nur mal gerade heller, wenn ich schon mal hier gerade drin bin. Das ist immer so ein bisschen schlecht zu sehen. So, schalten wir es einmal um. Und ich denke, jetzt kann man es wahrscheinlich alles ein bisschen besser erkennen. So, man hat auch gerade gesehen, da gibt es auch mal eine Zuckung, ja. Das heißt also, der Bewegungsablauf, ja, also jetzt rein von der Dynamik, der ist schon ein bisschen anders natürlich als im Live-Handel. Und deswegen springt es dann immer mal kurz, weil man ja eben ganz oft den Effekt hat, dass am Ende von einer Periode, dass dort zum Beispiel halt die Bewegung halt am höchsten ist. Und deswegen zuckt es hier immer ganz mal kurz am Schluss. Aber deswegen halt eben hier auch nochmal der Hinweis auf die Uhr. Ich sehe hier einfach ganz genau, wann ist es vorbei. Und vielleicht hat das schon mal jemand überhaupt beachtet. Hier oben läuft ja so ein ganz kleiner Balken in der Uhr drin. Ja, ich weiß nicht, aber den kann man wahrscheinlich jetzt gar nicht erkennen. Hier bei der Bildschirmübertragung, aber achtet mal drauf, da ist so ein ganz kleiner sich fortbewegender Balken und der zeigt einfach nur ganz genau an, wo ich mich in der aktuellen Periode befinde. Das heißt, ich muss nicht um die Uhrzeit lesen, sondern ich weiß, wenn der kleine Balken hier unten nach rechts kommt, dann ist gleich vorbei und dann kommt mein nächster. So, das heißt, ich könnte jetzt hier einfach ganz normal, so wie ich das ansonsten mit dem StereoTrader halt auch mache und wie ich es ja auch schon hier teilweise in den Webinaren ja auch verwendet habe, kann ich hier ganz normal jetzt manuell handeln. Das heißt, ich stelle hier meine Positionsgröße ein, hier oben zum Beispiel, hier meine Einstellungen für einen Pool und kann ganz normal meine Orders platzieren. Ich lasse mal hier ein Stück vorlaufen, weil der hängt jetzt momentan noch so ein bisschen weit links. Das ist, weil hier jetzt erst die Daten anfangen. Das kann man übrigens hier unten, das ist auch, dieses Panel ist auch im Normalbetrieb nicht sichtbar, sondern nur, wenn man hier im History Trading ist, und das heißt Tester. Und dort kann man zum Beispiel entsprechend die Geschwindigkeit einstellen. Das heißt, die steht jetzt hier automatisch auf langsam, damit mir das hier nicht direkt abhaut. Das heißt, sobald ich hier draufklicke, geht das halt alles ein paar Stufen schneller. Das ist jetzt bei mir hier nur ein bisschen gebremst wegen der Bildschirmübertragung. Das geht alles, wenn man oder wenn ihr das zu Hause bei euch macht, alles wahrscheinlich 10-mal so schnell, als es jetzt hier angezeigt. So, das heißt, ich kann mich hier ganz einfach, kann hier nach vorne spulen. Zum Beispiel bis dann halt eben, wenn ich jetzt als Beispiel ein Pattern irgendwie suche, was ich handeln möchte, bis sich das als Beispiel dann halt zeigt, man kann auch hier entsprechend die Verlangsamung einstellen. Das heißt, die steht momentan auf 200 hier. Und je höher ich diesen Wert stelle, zum Beispiel auf 1000, ja, dann passiert hier fast gar nichts mehr. Und so kann man das eigentlich ganz nett justieren. 200 ist jetzt so ein Wert, der passt hier meistens bei den Webinaren ganz gut, wo die Bildschirmübertragung eben auch noch dabei ist. Und man kann eben halt auch zum Zeitpunkt springen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will irgendwie auf den nächsten Tag irgendwie 8 Uhr und dann kann ich hier einfach draufklicken, gehe auf, mach das langsam weg. Na, da ist er jetzt hier gerade. Ah, okay, das war natürlich, so funktioniert es nicht. So, hier ein Stück weit vor. So, aber da kommt er nämlich gleich in die Bremse. So, das heißt, hier würde jetzt halt weiter vorlaufen und dann halt eben bei einer Uhrzeit, was weiß ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 17 Uhr einstelle, mal gucken, ob wir die noch erwischen, und dann würde er automatisch dann entsprechend bei der Uhrzeit bremsen. Na gut, da bin ich jetzt drüber, das hat jetzt wahrscheinlich irgendwie den nächsten Tag geschoben. Ich bremse es mal hier eben nochmal manuell ab. Was man auch machen kann, für zum Beispiel Trades langsamer, ja, das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einfach ganz normal durchlaufen lasse und sobald ich dann einen Trade aufmache, ich muss das natürlich aktivieren, sobald ich dann einen Trade aufmache, bremst er dann, sobald der Trade entsprechend eröffnet ist. Ja. Und heißt aber natürlich auch, wenn ich jetzt hier als Beispiel ausgestoppt werde oder halt eben Glattsteller, und dann geht es in der alten Geschwindigkeit sofort weiter. So, das ist halt, ich denke mal, von der Bedienbarkeit ist das halt überschaubar. Backtest-Modus sollte man nicht draufklicken, ist nur gedacht für, wenn man halt
automatische Strategien testen möchte. Das machen wir übrigens im nächsten Webinar mal so eine Grundeinführung in den automatischen Handel, beziehungsweise halt, wie man eben entsprechend auch solche Sachen backtesten kann. Dafür ist das hier, dann würde hier jetzt einfach nur alles verschwinden und das ist dazu da, um die Geschwindigkeit bei der Berechnung zu erhöhen. Also da, wie gesagt, nicht draufklicken, nicht für jetzt das manuelle Backtesting, sondern dann ist nämlich das Bild weg und auch nicht wieder auffindbar. Okay, ansonsten hier auch ganz normal, ja, also alles, was ich halt habe, also beziehungsweise ich halt kenne, Orders platzieren funktioniert ganz normal, die ganzen Buttons funktionieren ganz normal, ja, und aber um eben auf das Thema von vorhin zurückzukommen, wichtig ist natürlich das hier. Hier habe ich natürlich meine Statistik und da finden wir auch einige von den Werten, die ich vorhin beschrieben habe, finden wir hier auch. Rendite, ganz klar, ne? Das, was halt am Ende bei rausgekommen ist, nach meinem Testzeitraum. Das heißt, ich kann hier auch jederzeit zurücksetzen und vielleicht auch noch vorab. Also man ist nicht nur auf diese Statistik angewiesen, sondern man kriegt nachher nach Ablauf von dem History Trading, kriege ich einen kompletten Bericht, ja, mit Grafik, mit allem drum und dran und mit allen Zahlen, die ich gerade genannt habe. Und das heißt, die kann man dort auch alle nochmal nachprüfen und auch die ganzen Trades auch nochmal überprüfen. Aber was man hier zum Beispiel sieht, ist Rendite. Ja, jetzt habe ich hier mir zwei Loser eingefangen. Deswegen ist natürlich entsprechend negativ. So, hier haben wir gerade einen Vorführeffekt für die Limit Pullback Order, die normalerweise im Testing überhaupt nicht gut funktioniert. Aber hier macht es das jetzt scheinbar gerade. So, und das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel halt entsprechend aufgehen sollte, mal gleich mal Trailing an, damit hier nichts verrutscht. Na, komm. Ja, jetzt war ich zu spät. Nein, nicht PLH Peak, sondern du sollst hier einen Tick trailen. So, dann hätten wir jetzt hier einen Gewinner. Entsprechend hat hier die Statistik, war jetzt der letzte, die Gesamtrendite. Und hier sehen wir halt auch direkt den relativen Drawdown. Ja. Das heißt also, der Rückgang, der war jetzt gerade bei 0,5%. Ich gehe einfach nochmal long, mal gucken, vielleicht bringt es ja was. Das war jetzt natürlich genau der Effekt, ne? Das habe ich nicht aufgepasst. Jetzt war hier genau der Zeitabschnitt zu Ende und deswegen ist es jetzt hier leider kurz runtergesprungen. Ansonsten hier immer pro Session, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die Session ist vorbei, also wann auch immer das ist, ja, wann eine Session ist, kann man selbst definieren, ob das jetzt irgendwie nach einem Tag ist. Also das ist genau das Gleiche wie im Live-Handel halt eben auch. Ja. Sobald ich hier auf Zurücksetzen gehe, sind die Zahlen halt weg, weitestgehend. Das sieht man auch, ja, das sieht man aber immer noch hier seit Beginn, Tag und so weiter und so fort. Übrigens, wenn man das ganz zurücksetzen will, weiß ich gar nicht, ob das dokumentiert ist, drückt man STRG und zurücksetzen und dann ist es komplett zurückgesetzt, ja, als hätte man nie irgendwas gemacht. Und das heißt, so würde ich jetzt nochmal hier von vorne anfangen. Aber was ich halt vorher noch gesagt habe, ist die komplette Auswertung, die ist davon nicht betroffen, sondern es betrifft jetzt hier nur die Betrachtung im Moment. Und was man hier halt eben auch sieht, das sind diese Werte hier, habe ich vorhin auch angesprochen, Quote und Profit Factor. Ja, also das CRV wird ja ohnehin im hier oben angezeigt. Ich mache kurz den Trail mal aus. So, das heißt, das kriege ich immer hier angezeigt. Jetzt hier in absoluten Werten, kann man aber auch prozentual umstellen. Das heißt, ich habe hier aktuell einen CRV von 159 Euro zu 50 Euro. Das heißt also, ich kann maximal 159 Euro mit dem Trade verdienen und maximal 50 verlieren. Das heißt, das wird hier sowieso angezeigt. Das gehört auch nicht hier unten rein, sondern hier gehört ja nur das rein, was am Ende dabei rausgekommen ist. So, wenn ich jetzt den als Beispiel mal glatt stelle hier an der Stelle und dann sieht man jetzt hier zum Beispiel halt, ja, die Quote war jetzt ein Trade, Trefferquote logischerweise von 1 zu 0, beziehungsweise eigentlich zu unendlich. Profit Factor ist unendlich, deswegen wird er hier gerade nicht angezeigt. Dafür müsste ich jetzt hier erstmal einen Loser reinpacken. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel einen Profit Factor, ja, von 9,49. Das heißt übrigens, übersetzt ausgedrückt, für jeden Euro, den ich riskiere, habe ich bisher 9,49 Euro zurückbekommen. Das ist natürlich horrend. Letzten Endes muss der Wert aber insgesamt nur größer 1 sein. So, und hier meine Trefferquote 1 zu 1 gerade. Ja, also das heißt, ich hatte einen Loser, einen Gewinner. Deswegen bin ich hier bei
1:1. Und hier unten sieht man immer auch das, was realisiert wurde. Jetzt insgesamt halt 78 Euro mit 16 Punkten, wobei die Punkte halt immer auf den jeweiligen Trade bezogen sind und addiert werden. Und genauso hier nochmal das Ganze aufgeschlüsselt in Kaufpositionen und in Verkaufspositionen. Ja, also hier war meine Verkaufsposition war im Plus und die meine Kaufposition im Plus und die Verkaufposition im Minus. Und hier nochmal die Gesamtposition waren zwei Trades beziehungsweise zwei Einzelpositionen mit einem Volumen von insgesamt 10, weil ich zweimal mit 5 Euro pro Punkt unterwegs war. Deswegen waren insgesamt hier 10 Kontrakte insgesamt drin. Hier bei Slippage wird jetzt natürlich nichts passieren hier im Tester, weil dort habe ich natürlich keine Slippage, deswegen ich habe natürlich immer Idealbedingungen und MIT ist halt einfach nur für die Limit Pullback Order, also was die halt gebracht hat. Das wird immer hier in immer da unten angezeigt. War heute auch die Frage in der Facebook-Gruppe, wo finde ich die Statistik zu der MIT-Order, also hier, ja, dort wird es immer angezeigt. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich die hier kriege, wenn jetzt hier nochmal runtergeht und mir die vielleicht abholt, dann würde man es hier auch noch sehen, hat aber jetzt in Bezug auf die Strategietest jetzt aber auch keine Bedeutung. Sekunde, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken hier. So, bevor ich hier gleich anfange zu husten, weil ich wieder so viel rede. So, das heißt, hier sind die Zahlen für die Momentaufnahme. Und ja, jetzt kriegen wir hier gerade doch noch den Effekt. Ja gut, da kommt jetzt aber nichts mehr raus, wie es aussieht. So, war jetzt hier sogar negativ, ja, also weil es direkt gefüllt worden, beziehungsweise 0,4 Punkte schlechter an der Stelle. Also hier steht auf jeden Fall immer die Statistik dafür. So, schnell nochmal glattstellen, bevor wir hier im Minus sind insgesamt. Okay, das heißt, das ist der ganz normale Ablauf. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz normal, wie ich das gewohnt bin, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der gerne irgendwie mit Trendlinien arbeitet, also Diagonale. Ich mache es ja nicht, aber nur mal als Beispiel, ja, kann man hier ganz normal entsprechend zeichnen, wie man es halt gewohnt ist. Und einfügen, wie im normalen Handel. Und heißt natürlich auch, sobald wir uns hier nach rechts bewegen, bewegt sich das natürlich alles mit. Was ich auch machen kann, ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin irgendwie großer Verfechter von Stochastik, ja, ganz normal hier oben drüber, hier über die Indikatoren da oben, wo das kleine Plus ist, hier neben der Uhr, kann ich ganz normal dann sagen, okay, ich suche mir hier irgendwie bei Oszillatoren die Stochastik als Beispiel raus. Ja, das ist nur ein Beispiel. Man kann alle Indikatoren, die dabei sind oder auch alle, die man sonst irgendwo erworben hat, sollte man hier problemlos verwenden können. Ja, das heißt, wird unten eingeblendet. Und hier wäre zum Beispiel halt so ein Punkt, da dreht die Stochastik gerade, zwar noch nicht sauber, da fehlt noch ein Stück runter. Da kann man ja zum Beispiel dann halt mal gucken, sich einen Punkt suchen, wo die Stochastik halt ein bisschen deutlicher dreht. Das geht natürlich jetzt ein bisschen schnell hier im 15-Minuten-Chart. Ja, aber nur mal als Beispiel, da unten müsste es jetzt gleich drehen. So, das heißt, das wäre jetzt so eine Sache, da könnte man jetzt halt mal ausprobieren. Also jetzt nur mal rein auf die Stochastik, inwiefern das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich selbst, wie gesagt, handle überhaupt gar nicht mit Indikatoren. Und das Einzige, was ich mir angucke, ist die ATR. Und das aber eben auch nur, um festzulegen, ob das irgendwie gerade handelbar ist oder nicht. Also ATR ist halt einfach nur die Average True Range. Das heißt, die sagt mir eigentlich nur, wie groß sind meine Kerzen gerade im Durchschnitt. Also jetzt zum Beispiel von dem Timeframe, mal ganz simpel ausgedrückt. Ja, jetzt aber hier nochmal zum Beispiel, Stochastik dreht irgendwie gerade, setze den Stop da unten hin. So, und dann kann ich den zum Beispiel laufen lassen, bis die Stochastik halt nochmal zurückdreht. Würde jetzt hier ein bisschen lange dauern. Hier initial sieht das schon mal gut aus, aber ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel halt sowas dann durchtesten möchte und eben in Kombination mit irgendwelchen Pattern, die man als Beispiel sieht, kann man das halt eben einfach, wie ich gerade gezeigt habe, hier oben über die Indikatoren ganz normal reinladen. Was auch immer es ist, auch genauso MACD, Momentum, und was es halt eben alles gibt und kann das dann entsprechend handeln. Was es auch gibt für diejenigen, die ja vermehrt den DAX handeln,
Es gibt ja auch noch die Add-ons. Das ist also, finde ich, halt doch ganz hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel gerade speziell den DAX zurücktesten möchte. Es gibt hier in dem Bereich hier bei, na, wo ist es, bei Indikatoren, wenn man das Add-on runtergeladen hat, ja, das ist das Add-on Pack 1, das gibt es auf der Homepage, das ist kostenlos und einfach runterladen und installieren. Und das Ding heißt, das hier alles nicht, also hier im Bereich Indikatoren, StereoTrader, dort gibt es bei Indicators den SDX30. SDX30 heißt nichts anderes als DX30, kann man schon denken, es geht hier um den DAX. Und hier einfach auch mit Doppelklick oder halt eben auf den Chart ziehen. Und der macht Folgendes, wie man sieht, der zeigt hier zum Beispiel halt die, die Open Ranges an für die jeweiligen Tage. Ja, ist jetzt hier eingestellt auf 8 Uhr bis 9 Uhr. Der zeigt mir die Preise an. Und ich mache das mal alles aus, damit man es ein bisschen besser sieht. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich hier auf Preise klicke, dann zeigt er mir hier an, die hier zum Beispiel Kassaeröffnung, hier Future-Eröffnung, hier Kassaschluss, Future-Schluss, Future-Eröffnung und so weiter. Ja. Und wenn man natürlich solche Bereiche handelt, ich denke, das machen ja auch einige, gerade speziell im Daytrading, ist das natürlich sehr hilfreich, um hier den Überblick eben auch zu behalten. Genauso kann ich hier zum Beispiel Zonen anzeigen. Das ist ganz simpel, zeigt mir einfach nur die Zeitzonen an. Ja, also hier bin ich jetzt gerade aktuell 8 Uhr ja, unterwegs. Dann weiß ich, okay, hier beginnt ein neuer Tag. Macht das Ganze einfach übersichtlicher. Die grauen Linien, für den, der es nicht kennt, das kann man hier alles einschalten. Das sind einfach nur die runden Marken. Also hier ist 10.800. Hier ist als Beispiel dann wahrscheinlich 10.900 und so weiter. Also je nachdem, wie die Skalierung ist, habe ich immer hier die nächste runde Marke eben auch zur Übersicht. Genauso hier Pivotpunkte und sowas kann ich alles sowieso hier einstellen, aber hier halt eben auch nochmal separat und vor allen Dingen habe ich es halt hier historisch. Ja. Das heißt, ich habe hier immer einen Zeitraum rückwärts, den ich auch anzeigen kann. Genauso wie jetzt hier zum Beispiel die Open Range. Ja. Da sieht man, das ist dann halt für ein paar Tage. Ich kann das hier mal kurz wegmachen, kurz ausblenden. Und das ist entsprechend für ein paar Tage rückwärts. Jetzt bin ich hier schon wieder am Anfang. Das kann man einstellen, wie viele Tage das rückwärts eben dargestellt wird. Und hat dann halt eben auch einen größeren Überblick über die zurückliegenden Tage. Und ist natürlich für die Orientierung, ist es natürlich auf jeden Fall schon sehr hilfreich. So, hier hat die Stochastik tatsächlich einen wahnsinnig guten Job gemacht. Das muss man ja eher gerade mal lassen an der Stelle. Okay, ja, also das kann man wie gesagt runterladen. Und all das, was man halt hier auch sonst wo hat, auch von anderen Anbietern, kann man entsprechend auch alles einfach hier reinziehen und laufen lassen. Ja, genauso wie Heiken Aschi gehört ja eh zum StereoTrader mit dazu, eine Heiken Aschi Darstellung, also wer die haben will, einfach rein und schon habe ich Heiken Aschi Kerzen hier. Ja. So, und hier übrigens auch die ganzen Entries nochmal separat, das wird eh angezeigt dann immer im Backtesting und wenn man Indikatoren löschen möchte, auch ganz normal einfach hier oben über Indikatoren. Und ich werfe die Heiken Aschi nochmal raus. Dann sieht es wieder alles ganz normal aus. Ja, und ansonsten eben kann man natürlich das auch dazu verwenden, ganz klar, um sich überhaupt mal auch natürlich mit dem StereoTrader vertraut zu machen. Das heißt, einfach mal alle Funktionen, die es gibt, einfach mal querbeet hier durchklicken und mal gucken, was da halt so passiert, auch wie die einzelnen Trails verlaufen. Apropos Trail, vielleicht ganz wichtig, es gibt hier bei Tools, ich glaube, das ist bei der Standardinstallation auch schon dabei. Dort gibt es jetzt, hatte ich das letzte Mal schon gezeigt, hier Trace as LTP heißt das. Das heißt, es verfolgt einfach nur die Spur von meinem Stop-Loss und Take-Profit. Und bedeutet, sobald ich jetzt hier zum Beispiel einen Trade eingehe, ich gehe jetzt hier als Beispiel mal long. Ich hoffe natürlich jetzt nur, dass der weit genug läuft, damit man das auch ein bisschen sieht. Ich fange mal hier unten an. Und so, was man sagen muss, die Maus reagiert nicht immer unbedingt so wahnsinnig gut hier im Tester, weil das halt alles so ein bisschen, ich will nicht sagen getrickst ist, aber der Strategietester vom MetaTrader ist eigentlich nicht dafür gedacht, um sowas zu machen. Das ist an der Stelle so ein bisschen zweckentfremdet. Und, aber es funktioniert. Und eigentlich völlig ohne Probleme. So, aber wie gesagt, das ist einfach nur der Grund, warum die Maus, jetzt will sie hier tatsächlich irgendwie,
So, jetzt sieht man hier zum Beispiel, ja, wenn ich Stop verschoben habe, dann sehe ich jetzt hier unten, alles klar, da hatte ich meinen Stop-Loss bewegt. Und so kann man natürlich dann nachher auch komplett im ganzen Bild dann halt rückwärts gucken, was habe ich mit meinem Stop-Loss gemacht und hätte man das besser machen können und so weiter und so fort. Und so kann man das halt eben alles völlig problemlos dann halt ausprobieren und kann das soweit durchhandeln, wie man möchte. Und das ist echt eine Sache, die will ich jedem ans Herz legen. Ganz wichtiger Hinweis übrigens noch, hätte ich vielleicht am Anfang sogar schon mal erwähnen sollen, die Funktion hier, die ist kostenlos. Ja? Ihr müsst dafür den StereoTrader nicht mal lizenzieren, sondern könnt es im Demo-Account mit der ganz normalen Version vom StereoTrader einfach laufen lassen. Ja? Also dauerhaft. Also dafür muss man den StereoTrader nicht lizenzieren. Das kann man so machen. Das ist sozusagen halt so ein kleines Giveaway an der Stelle dabei. Und was ich persönlich sehr schön finde und vor allen Dingen halt auch einfach wichtig, ja, weil ich halt eben ja auch weiß, was da halt in dem Bereich so angeboten wird und das ist halt teilweise nichts, was angeboten wird oder dann gibt es halt irgendwelche extra Programme, mit denen man Forex testen kann und da halt so ein bisschen Harakiri da in der Vergangenheit rumhandeln kann oder halt eben andere, weiß ich nicht, verkaufen da sogar irgendwie Excel-Tabellen, ja, um sowas zu machen und das ist halt Katastrophe und deswegen habe ich irgendwann gesagt, aber wisst ihr was, die Funktion hier, die bleibt einfach da kostenlos drin und auch dauerhaft. Und damit, weil ich finde halt einfach, damit ist einfach vielen geholfen, ja. Und wenn man sowas halt einfach auch mal ausprobieren kann. Und deswegen hatte ich heute Morgen auch geschrieben hier und da. Es ist mir so ein bisschen persönliche Herzensangelegenheit vielleicht sogar, weil ich halt einfach immer das Gefühl habe, ich muss irgendwie, ja, etwas dazu sagen, wenn ich sehe, dass halt andere irgendwie da komisch rangehen oder halt vielleicht zu unbedacht oder unbedacht oder wie auch immer. Und finde ich halt einfach ein Thema, was halt sehr, 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 sehr wichtig ist und was halt einfach hilft. Aber gut, das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon oft genug erwähnt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mit dem Test durch ist, ja, ich sage jetzt, behaupte jetzt einfach mal, okay, ich bin jetzt hier fertig, ja, habe jetzt hier meinen Zeitraum soweit durchgetestet, wie ich wollte. Und dann kann man hier einfach nochmal da oben auf den Tester klicken, also dass hier unten nochmal eingeblendet ist, gehe dann auf Stopp, hoffe, er macht mir jetzt hier keinen Ärger, das kommt nämlich leider manchmal vor hier in meiner Testumgebung und dann sehe ich hier unten bei Report, dort habe ich jetzt die ganzen Zahlen, ja, über meinen gesamten Testzeitraum und gibt es natürlich auch auf Deutsch, ist bei mir jetzt hier leider gerade auf Englisch eingestellt und dort sieht man jetzt halt eben genau die Zahlen, die ich vorhin halt eben auch, oder die Werte, die ich beschrieben habe. Wir haben zum Beispiel hier den Drawdown, der jetzt hier zum Beispiel angezeigt ist. Dann halt hier die Anzahl der Short Positions, die ich gewonnen habe, beziehungsweise die Long Positions, die positiv aufgegangen sind, die profitablen Trades, die Loser Trades und so weiter und so fort. Und auch eben hier zum Beispiel auch ein wichtiger Wert, Consecutive Wins, das heißt also die maximale Gewinnserie, und die maximale Verlustserie, auch ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, wo ich am Anfang gesagt habe, viele machen dann halt irgendwie den Fehler und merken dann, oh, Strategie läuft gerade nicht so gut. Wenn ich aber weiß, zum Beispiel, meine Anzahl maximale Loser einfach in meinem Testing, die liegt bei 10, dann muss ich auch damit rechnen, dass die irgendwann mal in Folge kommen, ja, und dann sollte mich das nicht verunsichern. Und weil ich ja weiß, okay, ich habe 2 Jahre getestet, da waren auch irgendwann mal 10 Loser drin und wenn es jetzt eben mal 8 in Folge sind, dann ist das halt so. Dann ist mir das egal. Ich weiß ja, am Ende funktioniert die Geschichte. Auch wenn das mal irgendwie ein paar mehr sind, ja, spielt ja keine Rolle. Aber das sind so Sachen, die geben einem Sicherheit und die lassen einen nicht zweifeln. Weil wenn jetzt hier, das ist natürlich jetzt, habe jetzt hier nicht viele Zahlen ermittelt, aber wenn ich halt weiß, okay, ich habe halt so und so viele Loser, dann kann mir das einfach egal sein, ja, weil ich auch genauso gut weiß, meine Gewinnserie ist so und so hoch. Und das ist eben das, wo ich finde, das gibt einem so ein bisschen Sicherheit. Gibt es dazu noch Fragen? Und weil wir nicht, würde ich gerne noch irgendwie gleich noch was anderes dazu zeigen, wie man das noch ein bisschen verbessern kann. Hier kam gerade die Frage, ich versuche mal, das mal eine Reihe nach durchzugeben. Es gibt SDX30 auch für Forex, ja. Das ist hier im Indikatoren, der heißt einfach nur SFX. Ja, dort sind dann halt die,
die Zeiträume angezeigt für zum Beispiel halt Asien-Eröffnung, London-Eröffnung, New York und so weiter und so fort. Und auch eben Open Range und so weiter entsprechend auch dafür. Also, und das andere hier ist die GEI 30, ist entsprechend der Dow Jones. Das wird auch irgendwann mal erweitert, also diese Geschichten. Und aber das ist ja ohnehin so das Gängige. Gold wäre vielleicht noch interessant hier oder Öl, aber gibt es auf jeden Fall halt dafür. Haben wir noch Fragen hier? Ich versuche es hier gerade mal durchzugehen. Nee, soweit. Okay. Einschränkung bei diesem Backtesting ist, dass ich halt immer, das hat man ja vorhin auch schon gesehen, dass ich hier eine Zeiteinheit auswählen muss. Das heißt, ich kann nicht innerhalb von dem Testing den Timeframe wechseln. Leider nicht. Ich weiß nicht, ob das in MetaTrader 5 geht. Da kam übrigens auch gerade die Frage, ab wann ist die MT5-Version verfügbar. In Planung ist sie halt für Ende August, wobei, ob es dann release-tauglich ist, das lassen wir mal dahingestellt. Also ich würde da mal Richtung Herbst mal gedanklich halt mal irgendwo mich einsortieren. Und wie kam ich jetzt darauf genau? Also mit dem Timeframe, also ich bin immer festgelegt hier auf den Timeframe, aber es gibt, das mal kurz zu zeigen, da gibt es aber auch noch einen Trick, wie man das so ein bisschen umgehen kann oder beziehungsweise halt so ein Behelf, was man da nutzen kann. Weil ich bin jetzt hier, bin ja nochmal ausgewählt, 15 Minuten, das hier gerade nochmal gestartet. Und weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe aber immer eine Kombination aus 15 Minuten und zum Beispiel Stundenchart. Es gibt ein freies Add-on beziehungsweise einen Indikator, den kann ich nur leider nicht zum Download anbieten, weil der nichts von mir ist. Aber den findet man und der kostet auch nichts. Und zwar heißt das Ding Custom Candle. Ja. Und das macht nichts anderes, als ich kann damit halt quasi ein Overlay jetzt hier erzeugen, also wie ich dann zum Beispiel jetzt halt hier entsprechend noch die Stundenkerzen drüber blenden kann. Das sieht so ein bisschen komisch aus, aber hilft im Zweifelsfall, wenn man das halt eben braucht, also hier im Backtesting. Also einfach Custom Candle, da kann man hier einstellen, zum Beispiel Timeframe ist jetzt voreingestellt auf 60, das heißt also 60 Minuten wäre das jetzt hier. Und hier BG Candle heißt jetzt als Beispiel, ob man den ganzen Hintergrund ausmalt oder nicht, das stellen wir mal ein, wenn er mich das lässt. Lässt er mich? Ja, er lässt mich. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Das heißt, ich habe hier meine kleinen Kerzen, also aus dem 5-Minuten-Chart und gleichzeitig aus dem 15 und hier entsprechend meine Stundenkerzen. Und es überlagert es hier natürlich ein bisschen, das kann man farblich natürlich alles ein bisschen schicker machen. Aber so habe ich halt zumindest mal die Möglichkeit, ja, mir noch einen zweiten Timeframe anzeigen zu lassen. Funktioniert natürlich auch im ganz normalen Handel, also nicht nur hier im Strategietester, sondern entsprechend halt auch eben ganz normal, wenn man live handelt. Also das ist nicht auf den Tester hier beschränkt. Man kann das auch noch ein bisschen anders einstellen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Hier Custom Candle. Zwar, dass der Hintergrund eben nicht ausgefüllt wird, aber ich glaube, das ist eher ein bisschen schwieriger. Man kann ja hier halt auch die Farben einstellen, sieht man ja. Es ist hier einfach nur ja, die Voreinstellung hier übernommen und oder kann auch sein, dass ich die irgendwann mal eingestellt habe. Und das kann man sich ja dann so machen, wie man will. Und kann die natürlich dann auch so einstellen, dass halt fast transparent ist, ja, dass sie halt nicht stören, aber dass man halt eben trotzdem Überblick hat. Wir werden es zum Beispiel halt eben nur als entsprechend halt als ja, hohle Kerzen quasi angezeigt. Und so hat man dann zumindest die Möglichkeit, dann entsprechend noch einen zweiten oder auch dritten Timeframe, wenn man halt zweimal das Ganze übereinander lädt, entsprechend auch noch anzuzeigen. Ja. Und das heißt, also mehr als zwei Timeframes werden die wenigsten ja verwenden, sondern viele sind ja dann halt zum Beispiel 5 Minuten unterwegs und haben dann halt entsprechend die Stunde noch so ein bisschen als größere Wetterlage dann halt eben noch dabei und das kann man dann zum Beispiel so machen. Wie gesagt, Einstellung von den Farben her kann man das alles ein bisschen schicker auf jeden Fall noch und heißt, hilft an der Stelle dann einfach auch nochmal. Also was ich jetzt vorhin gar nicht gezeigt habe, auch nochmal ganz kurz, habe ich ganz vergessen, also die Zahlen hatte ich ja gezeigt, aber sonst eben nichts und kann ich aber auch noch schnell machen, hier ein bisschen größer positioniert jetzt mal. Ja, kann man ja mal machen, ist gerade, glaube ich, nicht so clever, die Strategie, die ich hier handle.
Aber ist ja egal. Ah, ne, sieht gut aus. So. Wenn ich nämlich jetzt hier nochmal auf Stopp gehe, sehe ich halt nicht nur meine Zahlen hier unten, sondern sehe entsprechend halt hier auch noch meine Kurve. Ja. Da kriegt man natürlich auch nochmal so ein bisschen besseres Gefühl dafür, so wie ordentlich ist das eigentlich rauf und runter gegangen. Und hier, wie gesagt, ohnehin der Report dazu. Und damit hat man eben, um damit jetzt auch schon zum Schluss zu kommen, oder was heißt schon, so wenig Stoff ist es ja gar nicht, aber damit hat man auf jeden Fall dann auch am Ende was in der Hand, worauf man sich verlassen kann, ja, wo ich finde, das ist echt ungemein wichtig, die Zahlen zu kennen, die da rauskommen, um einfach zu wissen, meine Strategie funktioniert oder auch, wenn man zu dem Ergebnis kommt, die funktioniert ja doch nicht, dass man es dann eben auch schleunigst lässt oder halt eben zumindest mal die Werte dann halt so ändert, sei es von Stop-Loss, von Take-Profit, von Trail oder eben halt auch von Teilverkäufen und so weiter und so fort. So dass man seine Strategie auch entsprechend dahingehend optimieren kann, dass man sie handeln kann. Ja, das war es eigentlich. Erstmal von meiner Seite. Nelson, falls du noch nicht eingeschlafen bist, darfst du Überhaupt dich sehr nicht. gerne mal zu Wort melden. Nein, ich habe im Hintergrund immer auch fleißig Fragen beantwortet, soweit ich das konnte, in Verbindung mit FX Flat. Von daher alles gut von meiner Seite. Von den Fragen her ist eigentlich fast alles beantwortet. Es gab einige, die jetzt nicht zwingend mit dem Thema zu tun haben. Diese Fragen habe ich aber rausgeschrieben. Wir werden ja auch neues Format haben ab August, Stereo Trader Helpdesk, wo eben nur wir Ihre Fragen dann entsprechend oder du die Fragen der Teilnehmer entsprechend beantworten wirst. Von daher, das wird nicht in Vergessenheit geraten. Okay. Ja, ich glaube, es ist ja wirklich, da kommt nichts mehr an Fragen. Sind auch Da ist alle noch eine hier. kleine Frage, wie stelle ich die Ah. Geschwindigkeit ein? Aber ich glaube, das hattest du auch gezeigt. Aber kannst du gerne vielleicht, wenn du möchtest. Ja. Also hier unten, wie gesagt, das muss immer, das ist ganz wichtig, das muss ganz rechts stehen. Ansonsten wird die Maus und so weiter alles nicht richtig funktionieren. Ja, also hier bei Geschwindigkeit, das muss auf jeden Fall ganz nach rechts. Und ich kann das jetzt hier im Hintergrund ja nochmal laden lassen. Kann man hier noch, ich gucke mal gerade noch die anderen Fragen durch, falls hier noch dabei ist. Genau mit der Installation, also die neue Version, einfach immer von der Homepage von FX Flat runterladen, dort wo man ganz normal den Stereo Trader runterlädt, einfach installieren, drüber installieren, passiert nichts. Einstellungen sind alle noch da und mehr muss man da eigentlich gar nicht machen. Ist immer eine Affäre von ein paar Minuten und einfach installieren, muss man sonst nichts tun. Weil der Stereo Trader, um das vielleicht auch mal kurz zu erwähnen, greift nicht ins Windows-Betriebssystem oder irgendwas ein, da passiert wirklich nichts. Es wird immer nur innerhalb vom MetaTrader installiert, muss man sich keine Gedanken darüber machen. Weil die Frage kam hier noch zwischendurch. Wo bekomme ich die Version her und was muss ich machen, um zu updaten? Ganz normal installieren. Es gibt keinen Unterschied zwischen Update und Neuinstallation. Hier kommt jetzt zum Beispiel noch eine Frage, wie kann ich einen Dreiecksausbruch testen? Ja, das ist eine gute Frage. Einfach halt, weil das auch so eines meiner Lieblingsthemen ist, wo ich halt immer so ein bisschen auf die Barrikaden gehe, wenn es halt immer heißt, ja, hier ist ein Dreieck und das wird in der Regel nach oben aufgelöst und weiß ich nicht was. Weil ich sowas halt wirklich überhaupt nicht handle. Und das ist halt so ein beliebtes Thema in Lehrbüchern, gerade Dreiecke und solche Formationen. Was ich immer für ganz gefährlich halte. Aber das kann man ja hier eben alles rausfinden, ob das funktioniert und wann es funktioniert. Ja, also spricht ja nichts dagegen. Und nochmal, ich möchte niemandem hier irgendwie meine Meinung aufzwingen, wenn jemand so eine Strategie hat, die mit grafischen Gebilden funktioniert und damit halt dauerhaft erfolgreich ist, go for it, machen, nicht reinreden lassen. Und wenn aber jemand nicht sicher ist, dann ausprobieren. Ja, Dreiecksformation testen, da müsst ihr jetzt hier erstmal ein Dreieck finden. Was halt zumindest mal irgendwie danach aussieht, so ein bisschen. Und aber gut, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Dreieck sein, sondern letzten Endes ja wäre es ja nichts anderes, wie wenn ich jetzt nur mal als Beispiel, ja, das ist ein bisschen unsauber, doch, nee, das passt. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache halt hier sowas. So, hier haben wir ja halt, ja, mit viel gutem Willen haben wir hier ein komisches Dreieck, ja. Also, ja, da brauchen wir schon arg viel gut Will, ja, aber es geht ja auch nur um das Prinzip an sich, ja, also das hier wäre halt eigentlich eher, gehört die Linie der anders hin, die gehört wahrscheinlich hier irgendwo hin und wahrscheinlich haben wir da halt eher so ein flaggenähnliches
verstecktes Gebilde hier unten drin. Also, oder halt ein Keil. Oder weiß der Kuckuck halt. Ja. Also wie gesagt, ich bin da auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür, für grafische Gebilde. Das können andere besser. Aber wenn man das halt einfach machen möchte, könnte man ja dann an der Stelle dann halt einfach, wie es ja gerade gezeigt hat, ganz normal einzeichnen. Wir sagen, okay, das Ding bricht nach unten. Ja, dann als Beispiel einfach halt eine Stop-Order hier drunter und umgekehrt genauso, wenn ich sage, okay, das ist für mich kein Dreieck, sondern weiß der Kuckuck was, geht nach oben raus, ganz normal hier oben dann halt die Order hinsetzen. Ja, da muss man natürlich dranbleiben, also vom Tempo, genau, kann ich auch mal kurz drauf eingehen. Tempo kann ich hier einstellen, das steht momentan auf 200, einfach hier den Wert ändern und dann kann ich das Tempo relativ genau an meine Bedürfnisse anpassen. Ja, also jetzt hier im Wert von 50 läuft es ein bisschen schneller, beziehungsweise anpassen an das, was ich halt probieren möchte. Und da gibt es halt leider nicht so einen festgelegten Wert, weil der hängt natürlich auch davon ab, was der Computer halt letzten Endes kann. So, also nur mal als Beispiel, also wenn ich jetzt sage, der geht hier drunter raus oder drüber, könnte ich jetzt hier auch genauso gut zum Beispiel halt auch mit trailenden Orders arbeiten. Das haben wir ja auch schon mal gehabt in einem Webinar, wie man das macht. Beispiel sagen, okay, die Order, die packe ich hier unten dran, immer an die letzten drei Kerzen und dann würde die zum Beispiel verfolgt werden. Aber geht jetzt eh oben raus, so, das wäre jetzt halt hier ein Ausbruch dann halt, wie gesagt, was auch immer die zu bedeuten hat, die Linie wahrscheinlich nichts, aber es ist ohnehin ja nur ein Beispiel, wenn ich aber sage, der geht hier oben raus, weil da sehe ich was und solche Gebilde sehe ich öfters und die handle ich gerne. Und das kann man dann halt hier einfach ausprobieren. Hier wäre jetzt mein Trailing Stop zum Beispiel, der würde jetzt hier oben anspringen, wie im normalen Handel auch. Stop Loss setzen wir einfach mal unter die letzte Kerze. Und dann gucken wir, was passiert. Und wenn man das dann ein bisschen beschleunigen möchte als Beispiel, ich mache das hier unten mal zu, das nimmt mir gerade so ein bisschen Platz weg. Wenn man es dann beschleunigen möchte, dann kann man ja einfach hier draufklicken, erhöht mal kurz die Geschwindigkeit. So, hat nicht funktioniert. Okay, genau, andersrum aufgegangen. So, weiß ich aber Bescheid. Okay. Und hier halt jederzeit kann ich hier das Ganze bremsen und entsprechend beschleunigen. Ja? Also Dreiecke muss man natürlich dann entsprechend sich dann selber raussuchen. Also das war jetzt hier kein glückliches Beispiel für eine bekannte Chartformation. Dazu müsste ich hier echt nochmal eine Ecke länger durchscrollen. Aber wie gesagt, da gibt es ohnehin andere, die können das besser als ich, solche Gebilde ausfindig machen. Wo finde ich die Zusatzpakete für den Stereotrader? Hatte ich vorhin auch kurz erwähnt. Nochmal ganz kurz. Die gibt es auf der Homepage. Aber Nelson, die könnten wir eigentlich auch mal bei FX Flat irgendwie reinstellen. Ja, ne, auf die Homepage. Das können wir machen. Ja. Dass man die dort direkt findet. Also, ja, also aktuell noch auf der Stereotrader Homepage. Dort muss man einen Account anlegen. Wie gesagt, kostet auch nichts. Muss man sich nur einmal umsetzen dann noch bei uns. Ja. Und ja, und dann in Zukunft dann auch bei FX Flat auf der Homepage. Aber bis dahin auf jeden Fall auf der ganz normalen Stereotrader Homepage. Okay. Gut. Dann ja, bedanke ich mich an der Stelle natürlich bei dir für das sehr informative Webinar heute und natürlich bei den Teilnehmern, dass sie heute anwesend waren. Nächster Termin ist ja bereits schon in 2 Wochen, am 31. Mit Teil 5 der Webinarreihe mit Automation und auch Backtesting. Ansonsten, weil wir ihn auch gerade zu Gast haben, soll auch erwähnt sein, dass einen Tag später, am 1. August, wir dann auch mit Herrn Schwab das Webinar haben, Sportstrategie, wo wir das Ganze auch in Verbindung mit Stereotrader auch zeigen werden. Also können Sie direkt schon 2 Termine sich vormerken. Ich wünsche allen einen schönen Abend noch. Und würde mich freuen, auch Sie nächstes Mal hier zu sehen, zumindest namentlich. Und Dirk, du hast das letzte Wort. Ja, danke auch von meiner Seite. Und ich hoffe halt wie immer, dass ich halt ein bisschen was Brauchbares hier an der Stelle vermitteln konnte und nochmal zeigen konnte. Und freue mich einfach aufs nächste Mal. Und wie immer, viel Erfolg bei eurem Trading. Bis dann. Tschüss.